Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Häuservideo auf unserem Kanal. Schön, dass Sie auch heute dabei sind. Heute zeige ich Ihnen eine wirklich große und schöne Immobilie hier im Thermalkurort Hewis. Es ist einmal ein schönes und bequemes Einfamilienhaus dabei, dann ein Restaurant, das man als Restaurant betreiben kann, wenn man es möchte oder eben auch nicht. Und es gehören auch noch drei gut vermietbare Geschäfte dazu. Es ist also eine große und komplexe Immobilie, aber ich hoffe, dass ich Ihnen alles richtig erklären kann in den kommenden Minuten. Kommen Sie bitte, schauen wir uns doch diese Immobilie in den nächsten Minuten gemeinsam an. Und wie immer beginnen wir auch dieses Video hier draußen auf der Straße. Sie sehen ja, wir sind in einer sehr, sehr schönen grünen Umgebung. Und hier steht das Haus, das ich Ihnen heute zeigen werde. Aber nicht nur das Haus, sondern auch die drei Geschäfte, die es dort nebenan gibt, dort oben auf der Anhöhe. Dort werden wir natürlich auch noch reingucken, was wir dort sehen können. Und es gibt dort oben auch noch eine Mietwohnung. Also es ist eine ziemlich große, komplizierte, vielseitige Immobilie. Ja, eine große auf jeden Fall. Und wie gesagt, jetzt gehen wir auch rein. Dazu muss ich hier jetzt wieder zurückgehen zur Straße, zum Gehsteig. Und hier haben wir auch ein kleines Tor, wo ich dann ganz einfach reingehen kann. Hier sehen Sie jetzt im Moment auch einen kleinen Zaun. Das Auto soll von dem Hund geschützt werden. Das kann man natürlich ohne weiteres entfernen und dann kann man hier auch mit dem Auto unter diesem Carport einparken. Hier auf der anderen Seite, vielleicht gucke ich auch ganz kurz hier rein, da wird ja sehr viel Brennholz gelagert, aber hier kann man eigentlich auch mit dem Auto in die Garage reinfahren. Die Garage werden wir uns auch von innen anschauen, aber wenn das Holz hier weg ist, kann man also auch hier mit dem Auto einfach in die Garage rein. Jetzt wird aber die Garage zweckentfremdet genutzt, wie Sie das auch gleich sehen werden. Und hier geht es dann rein in das Haus selbst. Hier haben wir auch eine Zufahrt dort hinten, also dort kann man auch mit Autos reinfahren. Es gibt viele Möglichkeiten, hier mit Autos zu parken. Auf der anderen Seite haben wir eine schöne Grünfläche und eine jetzt sehr ruhige Umgebung. Aber sonst gibt es hier in der Saison auch viele Touristen und manchmal fahren hier auch Autos nach oben zu den Gaststätten und zu den Restaurants. Also das ist alles auch eine Gegebenheit, wenn man sich diese Immobilie anschaut. Und hier geht es dann rein in das Haus selbst. So, und mit diesem Schritt bin ich dann auch im Innenraum und Sie sehen, wir haben hier zunächst einen großzügigen Vorraum, wo man alle Sachen ablegen kann, die man anhatte, auch hier mit einem Heizkörper. Also es wird gleich warm, wenn man im Winter hier reinkommt. Und hier haben wir eigentlich ein Esszimmer vor uns mit einer kleinen Arbeitsecke. Halbwegs ist das also auch ein Arbeitszimmer, aber auf jeden Fall ein schöner Raum. Hier kann man dann ganz gemütlich essen und zwar auch deshalb, weil sich hier uns gegenüber die Küche befindet. Hier führt die Treppe nach unten und nach oben und hier auf der rechten Seite kann man auch raus auf die große Terrasse. Das werde ich Ihnen noch alles erklären. Zunächst aber ein Blick in die Küche. Das ist eine schöne, große, moderne Küche. Auch hier mit einem Esstisch und mit einem Kühlschrank. Also Platzprobleme wird man auch hier nicht haben, wie auch keine Lichtprobleme, denn hier haben wir auch ein großes Fenster. Und hier dann aus dieser Ecke die Küche auf dieser Ebene. Also das ist alles ganz praktisch beieinander. Hier kann man kochen, essen. Hier kann man sich eine Arbeitsecke einrichten und eine Essecke ist sowieso schon gegeben. Hier gehen wir gleich raus auf die Terrasse, wie gesagt, aber zuerst darf ich Sie nach oben einladen. Und es gibt hier immer solche, ich kann nicht anders formulieren, als Halbetagen. Nach wenigen Treppen sind wir ja schon hier oben und hier geht es dann rein in das erste Schlafzimmer. Es ist ein wirklich echt großes Schlafzimmer mit vielen Fenstern und mit einem Zugang zur Terrasse. Da gehe ich jetzt auch bis zur Tür.
Wenn wir hier rausschauen, dann ist die Terrasse hier vor uns. Ich mache ja auch die Tür auf, kostet ja nichts. Und ja, so eine Terrasse haben wir mit dieser Aussicht. Wenn man möchte, kann man sich hier auch raussetzen. Aber dafür gibt es noch 100 andere Möglichkeiten, wie Sie das gleich sehen werden. So sieht also unser erstes Zimmer hier aus, nach den Regeln von Feng Shui eingerichtet. Ich kenne mich damit nicht aus, aber viele von Ihnen werden sich damit richtig gut auskennen. Meine Aufgabe ist ja, das Haus zu zeigen und nicht die Regeln von Feng Shui neu zu definieren. Von dort unten sind wir so nach oben gekommen. Hier haben wir ein Schlafzimmer gehabt. Hier auf der anderen Seite haben wir ein weiteres Schlafzimmer mit einem großen Bett in der Mitte. Also hier hat man sicherlich auch absolut keine Platzprobleme. Mit einem großen Fenster und mit einer Tür zur Terrasse hin. Und auch hier bin ich jetzt in der Ecke, damit Sie alles gut sehen können. Das ist also das zweite Schlafzimmer im Haus und auch auf dieser Ebene. Hier uns gegenüber befindet sich das Bad mit einer Massagebadewanne. Ja, so sieht die Wanne aus. Und wir haben auch hier ein Fenster, natürlich ein Waschbecken, Platz für eine Waschmaschine, einen Heizkörper haben wir hier auch, also alles, was in ein Bad gehört. Das Haus ist übrigens ein Ziegelbau und es hat eine Zentralheizung, die mit Gas oder auch mit Holz betrieben werden kann. Und hier gleich nebenan, also neben dem Schlafzimmer, neben dem Bad, haben wir dann auch ein WC. Hier sind wir also raufgekommen auf der Treppe und es geht jetzt für uns auch weiter nach oben. Und wir können gespannt erwarten, was uns hier auf dieser Halbebene erwartet. Ein großer Vorraum, ich würde sagen fast wie ein Wohnzimmer mit wirklich großen Fenstern. Hier ist auch eine Klimaanlage, die praktisch für angenehme Kühle im ganzen Haus sorgen kann. Es ist erstaunlich, aber es ist überall kühl, obwohl nur diese eine Klimaanlage arbeitet. Dort sind wir also raufgekommen. So sieht der Raum hier oben aus. Echt hell, wirklich sehr schön. Und hier geht es dann rein in ein weiteres Schlafzimmer. Das ist schon das dritte Schlafzimmer in dem Haus. Auch sehr schön eingerichtet, also sehr solide. Da kann man wirklich nichts sagen. Im Winter kann man es beheizen. Und hier kann man auch das Bad und die Toilette sehr schnell erreichen, wenn man hier runter geht. Wir gehen aber weiter nach oben, denn hier oben haben wir noch zwei Schlafzimmer. Eins gleich hier auf der linken Seite. Es ist auch sehr, sehr schön eingerichtet. Das sehen Sie ja auch. Ich drehe hier eine kleine Runde und ich schaue noch mal aus dem Fenster raus, damit Sie auch die Umgebung von hier oben noch einmal sehen. Also alles schön grün und ruhig. Und hier haben wir dann das Zimmer. Für eine Sekunde stelle ich mich einfach hin, damit Sie das sehen. Ein großes Zimmer, also es ist auf jeden Fall die Kategorie des Elternschlafzimmers. Uns gegenüber ist auch ein Bad, aber erst gucken wir hier links wieder rein, denn hier haben wir dann noch ein weiteres Schlafzimmer. Ein Doppelbett hat hier auch Platz, auch wenn es zwei Einzelbetten sind, auch ein Schrank. Hier haben wir auch ein Fenster und eine richtig angenehme Stehhöhe. Hier ist das natürlich eingegrenzt, aber Sie sehen, das ganze Zimmer ist eigentlich genauso hoch, fast das ganze Zimmer, wie das normal ist. Wir könnten hier auch rausgucken aus dem Fenster, aber viel Neues werden wir nicht sehen im Vergleich zum anderen Zimmer. Deshalb drehe ich mich lieber. So sieht also dieses fünfte Schlafzimmer hier in dem Haus aus. Und auf dieser Ebene haben wir auch noch ein Bad direkt uns gegenüber. Da schauen wir jetzt auch gleich rein. Hier ein Heizkörper zum Trocknen der Handtücher. Ein Spiegel ist hier an der Wand. Eine Massagedusche, wenn ich das richtig weiß. Aber Sie werden sich damit bestimmt besser auskennen oder zumindest einige von Ihnen. So sieht es also hier aus mit einem Fenster und hier in der Ecke haben wir auch ein WC.
Das finde ich also auch alles ganz, ganz prima. Das war also die oberste Etage im Haus und jetzt gehen wir wieder runter und zwar in den Keller. Von hier oben sehen wir jetzt noch einmal das Zimmer. Aber das haben wir ja alles schon gesehen, so dass ich meine Schritte ein bisschen beschleunigen kann. Hier waren auch die zwei anderen Schlafzimmer auf dieser Ebene mit dem Bad und mit dem separaten WC. Also das ist schon nicht nur ein großes, sondern auch ein großzügiges Haus, würde ich sagen. Und da haben wir noch die Hälfte gesehen von der ganzen Immobilie. Hier sind wir rechts reingekommen in das Haus. Hier ist die Terrasse, die werde ich Ihnen dann noch extra erklären. Hier war die Küche und hier geht es dann für uns jetzt wieder runter. Hier auf der rechten Seite haben wir ein Garderobezimmer, würde ich sagen, oder so einen Abstellraum, aber eher ein Garderobezimmer. Und hier haben wir auch die Therme. Die Therme beheizt das Haus und sie versorgt das Haus auch mit warmem Wasser. Einen Schritt weiter finden wir hier auf der linken Seite ein WC. Und hier gleich daneben ist jetzt eine Sauna, eine sehr feine, eine sehr hochwertige Sauna. Wenn Sie sich mit Saunas auskennen, dann werden Sie das besser beurteilen können, als ich das kann. Aber das ist aus feinstem Holz gemacht. Hier ist auch noch das Gerät, das dazu gehört, damit man hier in der Sauna alles schön warm gemacht werden kann. Ja, ich kenne mich damit nicht aus, das sage ich Ihnen lieber ganz ehrlich, als hier viel dummes Zeug zu erzählen. Auf der anderen Seite kann man sich dann auch duschen, da gibt es auch kein Waschbecken. Und hier gibt es noch einen Raum, der jetzt als Schlafzimmer eingerichtet wurde. Auf einen besonderen Wunsch schläft hier eine Person, aber man kann den Raum natürlich auch ganz anderswertig nutzen. Es muss nicht ein Schlafzimmer sein. Und hier auf der anderen Seite ist eigentlich die Garage, die jetzt als Lagerraum benutzt wird. Aber hier kann man reinfahren mit dem Auto durch diese Tür, wenn hier alles ausgeräumt ist. Ja, und hier haben wir dann etwa so viel Platz und auch einen Kessel mit Holzbefeuerung. Damit kann man also hier auch alles schön warm machen im Winter. Sie sehen ja, wie der Raum beschaffen ist. Vielleicht würde ich das auch eher so belassen, als Garage zu benutzen, weil wenn ich berücksichtige, dass der Kessel dort steht, könnte man mit einem großen Auto so ganz knapp an dem Kessel vorbei reinfahren in die Garage. Naja, das muss jeder für sich entscheiden, was er aus dem Raum machen möchte. Auf jeden Fall ist das, wenn ich richtig erzählt habe, dass hier unten schon das sechste Schlafzimmer, wenn man das als Schlafzimmer benutzt oder wenn man das als Gästezimmer benutzt. Also schon jetzt haben Sie gesehen, wie groß diese Immobilie ist. Und jetzt werden wir auch rausgehen, um uns die anderen Räumlichkeiten hier auch anzuschauen und auch die anderen Immobilien, Gebäudeteile. So, und schon sind wir auf der Terrasse. Es ist schön hell hier, wie Sie das sehen können, es ist eine riesengroße Terrasse. Früher wurde es als ein Restaurant benutzt. Die Räume, die dazu gehören, belegen das auch, aber man muss hier natürlich nicht unbedingt ein Restaurant betreiben. Man kann die Terrasse ganz einfach auch als Privatterrasse nutzen. Wenn das hier alles ausgeräumt ist, dann hat man hier einen riesengroßen Platz. Jetzt werden verschiedene Sachen gelagert, aber die können natürlich alle weg. Ich stelle mich hier jetzt hinter die Theke, habe ich wohl noch nie im Leben gemacht. Und von hier aus haben wir sie dann auch eine gute Übersicht, wie die Terrasse hier ausschaut. Und es geht für uns jetzt gleich auch weiter, denn zu dieser Terrasse gehören ja auch andere Räumlichkeiten aus den früheren Zeiten, als diese Terrasse noch als ein Restaurant betrieben wurde. Das war hier die Küche, die jetzt als Sommerküche benutzt wird. Sie sehen ja auch, wie das alles hier eingerichtet ist. Schöne große Räume. Sie könnten hier selbst auch eine Sommerküche betreiben oder was auch immer, vielleicht auch eine normale Küche. Das wäre auch möglich. Also Raum ist hier reichlich vorhanden, wie Sie das jetzt hier auch sehen können. Ich drehe mich auch ein bisschen um, damit Sie das sehen.
Und ich schaue auch kurz mal hier rein, denn hier gibt es auch noch Toiletten. Und die können natürlich auch benutzt werden. Wenn man diese Räume benutzt, muss man also nicht unbedingt wieder zurück ins Haus. Es gibt hier mehrere Toiletten, die alle gleich ausschauen. Ich komme lieber zurück in die Küche, denn hier geht es dann noch weiter. Und hier haben wir noch eine Küche, wo man vieles machen kann. Und ich glaube, die meisten Gläser, die Einmachgläser hier auf dem Tisch und auf den Regalen, belegen es auch, was ich gemeint habe. Also es gibt hier auch riesengroße Räume, die noch zu dieser Immobilie gehören. Hier auch Lagerräume, also alles, was in einem Restaurant normalerweise vorhanden ist. Überall kleine Ecken, wo man Sachen abstellen kann, wo man sich die Hände waschen kann, wo man etwas hinstellen kann. Und hier gibt es auch einen Flur. Theoretisch kann man also auch hier rein und raus in diese Räume. Das alles ist also auch möglich. Ja, also ich glaube, nur wenige Einfamilienhäuser haben solche Möglichkeiten. Und natürlich die Möglichkeit, dass sie dies alles wieder als ein Restaurant betreiben, ist auch gegeben. Die Voraussetzungen sind eigentlich da und auch die Möglichkeiten. Jetzt mache ich mit Ihnen aber noch einen kleinen Spaziergang hier durch die Terrasse und ich zeige Ihnen jetzt gleich auch die drei Geschäfte, die noch zu dieser Immobilie gehören. Und wir sind schon draußen auf der Terrasse und jetzt müssen wir eigentlich hier durch diese Tür wieder raus auf dieser, sagen wir mal, Freilichtterrasse vor dieser überdachten Terrasse. Das ist ja eigentlich, sagen wir mal, eher der Hof, also wo man noch etwas machen kann, wo man mit den Autos rauffahren kann. Hier gibt es auch keine Zufahrt, wie Sie sehen. Man kann hier auch mit einem größeren Auto reinfahren und hier parken, wenn man dort diesen Gemüsegarten wegmacht. Aber mit normalen Autos kann man hier auch einfach einbiegen oder reinbiegen, wenn man das möchte. Und dann kann man hier auch noch mit zwei Autos parken. Dort hat ein Auto Platz und zwei vor dem Haus. Also fünf Autos können hier ohne weiteres untergebracht werden. Und hier geht es dann für uns weiter auf dieser Treppe. Denn zu diesem Haus und zu diesem Preis, das muss man sich auch alles überlegen, gehören noch drei Geschäfte, die ohne weiteres vermietet werden können. Es sind wirklich Geschäfte, die sehr schnell einen Abnehmer oder einen Mieter finden würden. Hier noch ein Blick auf das Haus selbst von hier oben und auf die Umgebung. Und hier geht es dann auch rein in das erste Geschäft. 20 Quadratmeter haben diese Läden. Die sind jetzt natürlich voll, die werden als Lagerräume benutzt. Aber wenn Sie sich mit so etwas auskennen, dann wissen Sie auch, welche Möglichkeiten diese Räume bieten. Und überall gibt es auch eine Toilette. Ich zeige Ihnen das alles deshalb, weil Sie das auch sehen würden, wenn Sie das Haus, die Immobilie besichtigen sollten. Und ich finde, das ist so korrekt, dass Sie sehen, dass im Moment hier alles voll ist, aber das ist eher gut, weil man sieht, wie viele Sachen man hier unterbringen kann. Es gibt hier auch immer wieder Touristen, die hier vorkommen, relativ viele. Also die Geschäfte sind auch an einem frequentierten Ort, kann man sagen. Auch hier ein Geschäft. Dort hinten auch mit einem WC und hier könnte man auch einen Laden einrichten. Ich glaube, diese Läden hier könnte man blitzschnell vermieten, wenn man das vorhätte. Und nebenan haben wir noch ein drittes. Es sieht eigentlich genauso aus wie die anderen. 20 Quadratmeter und dort links haben wir dann auch eine Toilette. Und wenn Sie jetzt denken, das wäre alles gewesen, dann muss ich Sie positiv enttäuschen, denn hier auf der Treppe geht es für uns noch weiter nach oben und hier haben wir auch noch eine Wohnung, die zu dieser Immobilie, zu diesem Preis gehört. Das ist praktisch fast schon wie ein Geschenk, als würde man das jetzt einfach nur dazugeben. Hier gehen wir jetzt auch rein, um uns das alles anzuschauen. Wenn wir hier durch die Tür reinkommen, dann stehen wir praktisch in der Küche. An beiden Seiten haben wir ein Fenster. Das finde ich ganz, ganz praktisch. Also diese Wohnung kann man ohne weiteres vermieten.
Die ist nämlich klein genug, um sehr, sehr schnell einen Mieter zu finden. So ist also die Küche. Dort sind wir reingekommen. Hier ist eine Sitzecke und schon gehen wir weiter. So der Reihe nach. Hier auf der linken Seite haben wir ein Schlafzimmer. Zwei Betten haben wir Platz. Okay, es ist jetzt kein großes Zimmer und es ist keine große Wohnung, aber immerhin eine Wohnung, die noch zu diesem Haus gehört, absolut separat. Hier auf dieser Seite haben wir das Bad. Ich muss hier das Licht anknipsen. Wir haben hier eine Dusche, ein WC und eine Waschmaschine haben hier auch Platz gefunden. Und hier unter der Abdeckung haben wir auch den Warmwasserboiler, der also eine kleinere Familie doch mit warmem Wasser versorgen kann. Hier nebenan haben wir dann noch ein Schlafzimmer. Zwei Betten passen auch hier rein. Ich knipse auch hier das Licht an, damit Sie sehen, wie man hier die zwei Betten reingestellt hat. Ein Schrank hat hier auch Platz. Und natürlich, Sie wissen das ja auch selbst, hier könnte man auch alles absolut anders einrichten. Und dann hätte man eine andere Wohnung vor sich. Es ist eine kleine, aber sehr, sehr nette Wohnung. Auch hier hat man eigentlich große Fenster. Wenn ich jetzt hier diesen Vorhang wegziehe, dann sehen Sie ja auch, wie viel Licht auf einmal reinströmt in die Wohnung. Und das ist nicht das einzige Fenster. Hier auf der anderen Seite gibt es ja noch ein weiteres. Also das ist eigentlich auch eine helle Wohnung. Wenn ich mich so drehe, dann werden Sie das jetzt auch sehen. Für ein junges Paar oder für eine kleine Familie mit vielleicht einem kleinen Kind ist das auch geeignet. Aber solche Wohnungen kann man blitzschnell vermieten. Es ist jetzt absichtlich nicht vermietet, es war vermietet, aber weil man das Haus verkaufen möchte, die ganze Immobilie, deshalb gibt es jetzt hier einfach keine Mieter. So, und damit haben wir auch alles schon gesehen. Was ich vielleicht noch hinzufügen muss, das Haus ist natürlich an die Kanalisation angeschlossen. Man hat hier Gas, Strom, Wasser, also alle Stadtdienste, bestes Internet. Man kann von hier aus mit dem Bus wegfahren, das sind nur 50 Meter, um den Bus zu kriegen. Und ja, es ist sehr schön gelegen hier und geschäftlich auch sehr günstig gelegen. Trotzdem ist hier bei dem Haus alles schön ruhig und still. Und mit diesem Blick dann auf den Eingang dieser Wohnung hier oben endet auch dieses Video. Soweit also unser Video über diese schöne und große Immobilie hier im Thermalkurort Hewitz. Ich hoffe, dass die Immobilie Ihnen genauso gut gefallen hat wie mir und dass Sie hier auch große Chancen sehen zum Wohnen, aber auch zum Vermieten der Geschäfte. Naja, jeder muss ja wissen, was er mit so einer Immobilie anfangen möchte. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass Sie wieder einmal dabei waren und ich hoffe, dass Sie uns auch das nächste Mal die Treue halten werden, wenn wir ein neues Haus aus Ungarn auf diesem Kanal zeigen. Also für heute von mir vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.